Da steht's, Freunde, ein brandneues MacBook Pro. Und dieses MacBook Pro, Freunde, ist der Grund, warum ich dieses Video jetzt aufnehme. Nein, es ist nicht der Grund, warum ich dieses Video aufnehme. Zumindest nicht der Hauptgrund. Ich wollte aber auf jeden Fall ein Video aufnehmen, das ich dann mal schneiden kann, um dann zu testen, wie die Qualität des neuen MacBooks ist. Aber eigentlich geht es auch um ein ganz anderes Thema, denn ich will euch an etwas teilhaben lassen, denn das hier ist ja auch mein Tagebuchkanal. Und ich bin gerade dabei, ein neues Projekt an den Start zu bringen, eine neue Mission. Und bei der Mission geht es darum, das wahre Social Media wieder unter die Menschen zu bringen. Denn das wahre Social Media ist auf Social Media Accounts kaum mehr möglich. Die Reichweiten sinken, die Interaktion sinkt und die Tiefgründigkeit bleibt immer mehr auf der Strecke. Und ihr kriegt es ja selbst mit diesen ganzen KI-Tools, der Content wird immer hochwertiger. Meine Stimme kann man quasi digitalisieren. Vielleicht spricht hier gerade ein Klon. Wer weiß. Und das wird auch noch krasser werden. Das heißt, dieses ganze tiefgründige, authentische bleibt auf einem Social-Media-Account auf der Strecke. Und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, das Projekt ins Leben zu rufen, euch dabei zu unterstützen, eine Community aufzubauen. Und zwar auf einer anderen Plattform. Also du kannst Social Media noch nutzen, aber ich empfehle dir vielleicht in einer Facebook-Gruppe, auf einem Discord-Server, in einem Forum oder auf einer anderen Plattform, Menschen zusammenzubringen, die Bock haben, sich mit dir über ein Thema auszutauschen, was du liebst, wofür du brennst. Und diese Vorgehensweisen sind komplett anders wie ein Social Media Account führen, weil hier geht es nicht um Reichweite. Vielleicht kennt ihr die alten Zeiten der Foren noch. Da war das völlig normal. Wir waren in Foren aktiv, nicht um bekannt zu werden oder um Likes zu sammeln, sondern wir hatten ein Thema, eine Mission, eine Leidenschaft. Dafür haben wir das passende Forum gesucht und dann haben wir uns ausgetauscht und haben uns gegenseitig weitergebracht. Und daran glaube ich in der Zukunft. Und bei der Gründung von einer Community geht es nicht primär darum, einen Haufen Geld zu verdienen. Und das ist wichtig, dass ich das erstmal in eure Birnen reinbekomme. Das Schöne ist, jeder von euch kann eine Community gründen, ohne eine große Reichweite zu haben. Und die Community fühlt sich dann auch von alleine. Ja, und wie das alles geht, ist eben dieses neue Projekt. Ich verlinke euch das gerne mal in der Videobeschreibung. Es sind auch schon über 40 von euch mit dabei und wir machen das alle zusammen. Es ist kein Coaching-Programm in dem Sinne. Wir machen das gemeinsam. Ich gebe dir meine Erfahrungen weiter, du gibst dir deine Erfahrungen der Gruppe weiter und wir machen das zusammen. Ich baue ja jetzt selbst gerade diese Community. Oder meine Hollywood on Stage Community. Es sind schon über 800 Leute drin. Und diese ganzen Erfahrungen teile ich mit euch und wir machen das gemeinsam. So, und dieses Projekt wollte ich hier einfach mal festhalten, weil das ist jetzt ein Startschuss. Und wer weiß, vielleicht sehe ich nächstes Jahr dieses Video. Und dann erinnere ich mich wieder und denke, ey, damals, so hat es angefangen, mit den ersten 40 Leuten. Geil. Ja, deswegen lasse ich daran teilhaben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Preis bei 45 Euro pro Monat. Du kannst nur einen Monat dabei sein, dir alles anschauen, dir alles, das ganze Wissen konsumieren, Live-Calls und dann kannst du nach einem Monat wieder raus und hast nur gewonnen. Oder du bleibst dann länger dabei, das ist dir überlassen. Ich werde den Preis aber die Tage erhöhen auf 99 Euro wahrscheinlich pro Monat, weil dieser Videokurs, der drin ist und diese zwei Live-Calls, die jeden Monat sind und die Community, das ist 99 Euro wert. Aber ihr wisst, wie es ist, wer von Anfang an dabei ist, profitiert immer. Und wenn ihr einmal für 45 Euro dabei seid, seid ihr auch immer für 45 Euro dabei, egal was es kostet. Ich lade euch ein, wenn euch das Thema unter den Nägeln brennt, eine eigene Community zu gründen. Und nochmal, also das geht aus einer Leidenschaft. Vielleicht ist deine Leidenschaft Pferde, Hunde, Katzen, Delfine, keine Ahnung, Kampfsport, Finanzen, Geld, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer. Dann kannst du eine Community gründen, die Menschen zusammenzubringen, dass ihr alle
gemeinsam in dem Bereich euch weiterentwickelt. Und wie das dann alles geht, wie man damit auch Geld verdienen kann, das kommt erst später, das zeige ich euch aber auch noch. So, und jetzt habe ich auch ein Video, was ich schneiden kann, um dann zu testen, wie gut ist das neue MacBook wirklich. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, Calvin, welches MacBook hast du dir geholt? Ich weiß es nicht, ein 14 Zoll, was bei 2500 Euro lag. Den Rest weiß ich wirklich nicht. Hat jemand aus meinem Team geholt, ich habe gesagt, ist es gut? Er sagt ja, es funktioniert alles, also habe ich mir es auch geholt. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Video. Und poste mir gerne deine Meinung zu dem Inhalt von diesem Video in die Kommentare.